Hallo ihr Lieben, heute erkläre ich euch mal, wie ihr euch richtig ausrichtet auf dem Platz und auch beim Training, wenn ihr keine Sticks an den Füßen liegen habt. Ich kann es immer wieder beobachten, wie schwer es doch den meisten fällt, sich richtig auszurichten, beziehungsweise der Ball fliegt ganz woanders hin, wo man eigentlich hin möchte. Und man wundert sich, dass der Trainer dann sagt, ja, der Schlag war eigentlich ganz gut, aber da stehst du ja hin. Oder wenn es auch der Ehemann oder die Ehefrau sagt, ja, da bist du ja auch hingestanden. Was man ja dann theoretisch auch schon vorher sagen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es ein kleines Geheimnis, beziehungsweise es fällt den meisten schwer, sich richtig auszurichten. Und ich möchte euch da jetzt ein bisschen eine Hilfestellung geben. Also, wenn ich jetzt hier auf die 100 Meter zielen möchte, sprich auf die Schilder, auf die gelben Schilder vor mir, stelle ich mich hinter den Ball und nehme mir ein ganz kleines Zwischenziel. Ein wirklich ganz, ganz kleines Zwischenziel kurz vorm Ball. Das kann ich auch immer wieder beobachten, dass viele hier vorne irgendwo ihr Zwischenziel nehmen, was viel zu weit weg ist vom Ball. Also ich würde euch empfehlen, wirklich maximal 20 cm vom Ball ein Zwischenziel zu suchen, damit ihr euren Kopf auch gar nicht so viel bewegen müsst, sondern einfach nur mit den Augen euer Schlägerblatt ausrichtet. Das ist jetzt auch gleich der Punkt 2. Ich suche mir ein kleines Zwischenziel, was jetzt auch hier vorne wäre. Und jetzt kommt erstmal das Schlägerblatt. Das Schlägerblatt zeigt zum Ziel. Ich stelle meinen Körper noch nicht fertig hin. Es kommt jetzt wirklich erst die Hände und dann das Ei. Sprich zuerst das Schlägerblatt und dann kommen die Füße. Dann kann ich auch schauen, dass die Füße parallel stehen, leicht links vom Ziel. Und dann habe ich auch eine gute Ausrichtung. Aber es ist ganz wichtig, dass zuerst der Schläger sich hinstellt und dann erst der Körper kommt. Viele machen den Fehler, dass sie sich hinstellen, beziehungsweise den Schläger schon in der Hand haben, sich hinstellen und dann den Schläger. Und bis man schaut, steht der Körper schon komplett falsch. Und vielleicht fängt man an, sich ein bisschen zu korrigieren und man startet einen kleinen Tanz auf der Stelle, was total unnötig ist. Also lasst zuerst die Hände kommen, dann das Ei, also sprich zuerst das Schlägerblatt zum Ziel und dann die Füße. Jetzt sind wir beim nächsten Punkt, das sind die Schultern. Viele stehen dann auch von den Füßen her gar nicht so schlecht, aber entweder sind die Schultern geschlossen, aber ich würde mal behaupten, 80% aller Amateure stehen mit offenen Schultern an dem Ball, vor allem dann auch mit dem Driver, aber das ist ein anderes Thema. Wie checke ich meine Schultern? Ganz einfach. Ich gehe das jetzt noch einmal kurz durch, Schlägerblatt geht zum Ziel. So, Füße stehen parallel dazu. So, und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich stehe richtig, gebe ich dem Ziel, gönne ich nochmal einen kleinen Blick. Wenn ich jetzt zum Ziel schaue, ich mache das jetzt mal in eure Richtung, wenn ich jetzt zum Ziel schaue, sollte ich die linke Schulter, für Rechtshänder, für Linkshänder natürlich die rechte Schulter, leicht noch im Blickwinkel haben. Wenn ich zum Ziel immer über die Schulter drüber schauen muss, beziehungsweise den Kopf heben muss, dann stehen die Schultern viel zu weit rechts, also sprich geschlossen. Wenn ich jetzt zum Ziel stehe und ich schaue zum Ziel und ich sehe meine Schultern gar nicht mehr, null, ich kann es gar nicht mehr richtig erahnen, dann weiß ich, dass die Schulter offen ist und die Ausrichtung zu weit links. Also, Checkpunkt Nummer 2, und es soll auch nicht zu kompliziert werden, ist in die Schultern. Also zuerst das Schlägerblatt zum Ziel, die Füße dazu auch und dann nochmal zum Ziel schauen, was viele leider nicht machen. Aber gönnt euch nochmal einen Blick zum Ziel, wo ihr dann auch die Schulter leicht im Augenwinkel erahnen könnt bzw. sehen könnt und dann könnt ihr auch mit dem Schwung beginnen. Also ich wünsche euch viel Glück damit und viel Spaß und bis bald. Ciao!